Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario The Origami King. Wir sind hier im Tempel von Shamsis, haben 40 kleine Toads gerettet und sind jetzt kurz vorm Boss. Und ich bin sehr gespannt, was das für ein Boss sein wird. Und ja, wir gehen einfach mal auf die Tanzfläche und gucken, ob er dann schon rauskommt. Weil er wollte tanzen? Nee, anscheinend müssen wir erst mal mit dem DJ reden. Hallo DJ, bitte mach die Musik an. Hey, du hast genug Toads reingeschafft, damit die Party steigen können. Ja, geil, dann bringen wir die Tanzfläche mal zum Schwung. Dingsbumsen, ja. Yo, 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 hier ist DJ Toad mit denen. Naja, neues Netz! Und ich sag, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, yo, was geht? Oh mein Gott, diese ganzen gesichtslosen Toads, die Armen. Aber tanzen können sie. Alter, ist das der Thriller? So ein bisschen. Auf jeden Fall, oh, schöne Choreografie, ja, ja. Mit Gesichtern wäre das bestimmt noch viel besser, weil dann könnten die mehr Mimik haben. Aber so ist auch hübsch. Und die Welle, geil, die Welle mag ich. Die Welle ist ein guter Tanzmove. Und der Hin-Her-Hopser ist auch toll. Yeah. Also wenn da der Boss nicht rauskommt, dann weiß ich auch nicht. Echt voll cool, ne? Wie die früher in der Disco getanzt haben. Finde ich sehr nice. Wieso macht man das heutzutage nicht? Mit einer schönen Choreografie in der Disco. Da, da, da. Und da kommt er. Der Boss aller Bosse. Immer noch nicht? Doch, da ist er. Wow. Ja, willst du nicht mittanzen, kleiner Boss? Ich bin so gespannt, was das für ein Boss sein wird. Da er aber die Gesichter geklaut hat, wird das garantiert ein Locher sein. Oh, das gefällt mir. Dann komm raus und tanz mit. Okay, ist aber wirklich eine coole Choreografie. Down, down. Oh yeah, oh yeah. Ja, es ist ein Locher. War so klar, dass es ein Locher ist. Groovig. Oh nein! Macht er alle tot? Hallo, hör auf, meine Leute wegzulochern! Okay, da war auch krasse Tanzmoves drauf. Der Disco-Teufel-Locher! Hey, ich weiß, du bist gerade voll im Flow, aber du hast alle Toads von der Tanzfläche gefegt! Außerdem hast du ihre Gesichter gelocht. Hast du das nur gemacht, damit sie mit dir tanzen? Das ist einfach entsetzlich. Hey Lady, nichts in der Welt hält mich jetzt vom Grooven ab. Und wenn du es noch einer versuchst, kriegt der Spaß ein Loch. Jetzt will er gleich mit mir kämpfen. So ein Bastard. Einfach instant in den Kampf reingeschmissen. Das ist so lächerlich, dass diese Bosse alle so Alltagsgegenstände sind, oder? Naja. Ich bin total hyper, hyper, hyper. Ich werde auf der Tanzfläche feiern, bis die Sonne aufgeht. Und weil es hier keine Sonne gibt, wird dieser Groove niemals enden. Das hast du dir so gesagt, hä? Na, ich fange mit ein paar einfachen Moves an. 1, 2, Love. Sag mal, okay. Er ist wie diese Kinderscheren, womit man auch immer so coole Muster in Papier reinstanzen konnte. Kennt ihr die Leute? Hattet ihr die auch? Wo man an der Seite von Papier so lang schneiden konnte und dann hat das so ein schönes Muster ergeben? Ich fand das toll. Gut, dann tanzen wir ihn mal tot, nicht wahr? Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nicht mal so viele Leben. Ich hätte mich vielleicht mal heilen sollen, bevor ich in den Kampf reingehe. Naja, so, wir haben 3 Züge. Was ist das Krasse? Wir können einfach nicht in diese Löcher da rein, ne? Er hat aber auch dieses Einteil da reingelocht. Okay, wir gehen nach rechts. Dann gehen wir immer weiter nach rechts. Und dann greifen wir einfach einmal an. Ich glaube, ja, so lassen wir das mal und gucken, was passiert. Ja, wir können nicht das Ein anmachen, weil er das durchgelöchert hat. Ich war ein Bastard. Immerhin können wir uns heilen. Und angreifen können wir auch. Aber der hat bestimmt auch noch irgendwas richtig Böses am Ende. Naja, erstmal Color Eisenstiefel des Todes. Tretet diesen komischen Boss. Ich. Was? Nein, es macht 0 Damage. Der hat auch irgendeine Scheiße. Okay, wahrscheinlich muss man die Pergamentons aktivieren, damit man ihm überhaupt Schaden machen kann. Ja, willst du mich herausfordern, Kleiner? Mich? Dann pass mal gut auf. 1, 2, yeah! Aua! Oh, nein, ich hab nicht ausgewichen. Ha, der hat meine maximalen KP einfach weggemacht. Und mein Hirn einfach rausgelochert. Mama Mario, dein Gesicht, nein. Oha, wenn er jetzt immer mehr von mir weglöchert, dann bin ich ja richtig am Arsch. Okay, der wirkt sehr, sehr böse. Aber das Schlimmste ist, dass er meine maximalen KP einfach runtergenommen hat. Heftiger Typ. Ach du Scheiße. Und ich weiß noch nicht, wie ich ihm überhaupt Schaden machen kann. Also mit irgendeinem Pergamentor, das ist, glaube ich, safe. Jetzt ist die Frage, mit welchen? Wir haben 2 Pergamentons auf der Fläche. Und ich kann beide nicht aktivieren, weil der dieses Einteil immer kaputt macht. Vielleicht ist in der Kiste was Interessantes. Wir werden mal die Kiste mitnehmen. Hier ist die Kiste. Vielleicht ist da was Gutes drin. Nee, nur so mal 2 und +1 Dinger, dass wir häufiger angreifen können. Das bringt uns nicht wirklich was.
sieht das brutal aus, dass er einfach unter... Ah, Hilfe, was macht er? Was macht er denn überhaupt? Ich verstehe nicht, was er macht. Auf jeden Fall kein Damage. Hat er es gerade mit Papier beworfen oder was war das? Da ist unser Gesicht. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall unser Face wieder. Denn wenn man sein Gesicht verliert, ist das, glaube ich, nicht so ganz cool. Ja gut, dann lassen wir das so, wie es ist, ne? Und greifen ihn dann nochmal an, mit dem wir halt gar kein Damage machen. Aber vielleicht lag das auch nur daran, dass wir auf ihn raufgehüpft sind. Das kann natürlich auch sein. Und dann probieren wir einfach mal den ganz normalen Hammer aus und gucken, ob der Damage machen kann. Ich vermute nicht. Warum sollte er? Oh, doch. Okay, der Hammer macht ihn kaputt. Das ist ja sehr interessant. Aber nein, nimm nicht wieder mein Gesicht weg. Mein schönes Gesicht. Wie kannst du es wagen? Ich bin gespannt, ob der auch am Ende noch irgendwie so eine Fähigkeit hat. Die macht, dass er wieder Leben dazu bekommt oder irgend so ein Scheiß. Weil da hätte ich gar keine Lust zu. Okay, von da hinten können wir ihn wahrscheinlich nicht mit dem Hammer angreifen. Ich probiere es trotzdem. Nee, funktioniert nicht. Mit dem Wurfhammer wird es gehen, oder? Hier, schöner Wurfhammer. Mal gucken, ob der Damage macht. Alle. Boah, ich habe den noch nie benutzt. Okay, er macht aber auch null Damage. Also alles, was von oben kommt, ist bad. Oder wir haben jetzt wohl kein Damage gemacht, weil unser Gesicht weg ist. Das kann natürlich auch sein. Die Sache ist, er kann einen nicht so schnell töten, weil er einfach nicht so viel Damage macht. Das Einzige, womit er Damage macht, ist mit seiner Lochattacke, wo er dann halt auch das Gesicht klaut. Aber danach kann er nicht mehr wirklich was. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr Damage machen. Wie wär's mit einem Colorhammer? Du bist so grau-gelb. Lass mal ein bisschen mehr Farbe in dein Leben. Nee, der hat sogar noch 25 Damage gemacht, ne? Ich glaube, der ganz normale Hammer hat sogar 27 gemacht. Oh, er hat mal nicht unser Gesicht geklaut. Das ist ja sehr nett von ihm. Was macht er jetzt? Oh, jetzt bin ich aber super böse. Spüre meinen super speziellen Geheimmove. Oh, in der nächsten Runde kommt sein super krasser Geheimmove. Aber jetzt ist unsere Chance, dass wir dieses Einteil da aktivieren. Das Ärmchen-Pergamenton ist mir, glaube ich, lieber. Wenn wir ihn dann irgendwie auseinanderziehen könnten oder sowas, das wäre perfekt. So, lass mal gucken, was passiert. Fight Arm Action! Das ist ja meistens sehr, sehr gut. Ah, wir schlagen ihn einfach nur und das macht gar keinen Damage. Nein, das war die falsche Entscheidung. Ich hätte das Erdpegamenton mitnehmen sollen. Kombi-Chaos-Attacke! Ich klau dir dein Gesicht doppelt. Das war ein Bastard. Und dann greift er doch normal an. Aua! Alter, wir haben nur 57 Leben. Aber eigentlich kann man bei dem Boss gar nicht verlieren, oder? Also jetzt ohne Witz, er kann ja einfach nichts. Er kann nur löchern und danach macht er nichts mehr. Oh, und beide Teile liegen sogar auf dem Spielfeld. Okay. Hat er meinen Hintern geklaut? Sein Ernst? Hat mir den Hintern gebissen? Wir holen uns erstmal nur unsere Sachen wieder, damit wir wieder Leben haben und auch mehr Damage machen können. Sollte das für diese Runde, glaube ich, ganz okay sein. Ja, ich habe meinen Hintern wieder. Geil. Ohne guten Hintern kann ich doch mein Instagram-Profil nicht befüllen. Und mein OnlyFans-Account auch nicht. Aber Mann, jetzt hör auf, mir immer was zu klauen. Aua. Immer das schöne Gesicht. Das muss doch auf Dauer wehtun. Meint ihr, wenn ich den besiege, ohne mein Gesicht wiederzuholen, dass dann mein Gesicht für immer weg ist? Das wäre sehr, sehr funny. Los, Olivia, verwandel dich ins Erdpergamentor. Ja, ich bin das Erdpergamentor. Warum ich so eine Roboterstimme habe, weiß ich nicht. Aber ist witzig. Hey, Wirbelattacke. Oh, ganze 5 Damage. Doch so viel. Übertreib doch nicht gleich, Olivia. Übertreib doch nicht gleich. Oh, jetzt bin ich hier oben. Hier kann er bestimmt nichts machen. Geil. Und er ist umgedreht. Was? Unmöglich. Du bist ausgewichen. Komm wieder runter, damit ich auf dein Gesicht steppen kann. Tja, damit hat er nicht gerechnet, dass ich so eine geile Erdpegamentor-Attacke drauf habe. Und jetzt kann ich locker auch auf ihn raufspringen und alles Mögliche machen. Okay, warte. Jetzt müssen wir überlegen. Wenn wir jetzt die Faltarme nehmen, dann sind wir bestimmt richtig geil, oder? Ja, okay. Ja. Doch. Das macht richtig Damage. Und wir können sogar noch abreißen. Nein, ich war zu langsam. Hey, Finger weg. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Diese Party braucht mehr Konfetti. Aber nicht von mir. Hol das Konfetti von wen anders, nicht von mir. Ich glaube, ich lebe einfach als Konfetti weiter. Das hört sich nicht so schlecht an. Bin ich Konfetti-Man. Wir gehen jetzt mal ein ganz kleines bisschen auf Risiko. Aber auch nicht so ganz. Wir machen wieder Erdpegamentor und hoffen, dass er uns dann mit seiner Super-Attacke einfach nicht trifft. Ja geil, ich bin wieder dran. Erdpegamentor, Attacke! Mario, geh auf deinem Woundy nach oben. Tja, jetzt probieren wir mich anzugreifen. Wird wohl nix, hä? Und du hast meinen Hintern verloren. Tja, dumm für dich, gut für mich. Okay, ich kann nur meinen Hintern wiederholen. Mein Gesicht ist dann leider weg.
Aber ich glaube, wir können ihn jetzt töten. Und ich hoffe, wir kriegen dann einfach unseren Hintern auch wieder. Sonst ist doof. So, let's go. Wir aktivieren das. Faltarme sind activated. Wir kriegen unseren Hintern wieder. Und mit Hintern sind die Faltarme bestimmt richtig gut. Okay, schlag, 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 schlag. Und diesmal... Ja, ja. Und raus, abreißen, abreißen, abreißen. Ja, es hat funktioniert. Aber das bringt gar nichts. Bringt das was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon tot ist, oder? Wenn wir unser Gesicht wiederbekommen. Hä, als ob der jetzt schon tot ist. Da habe ich mir mehr erwartet, Leute. Da habe ich mir mehr erwartet. Also er war schon cool, aber bisher am besten, der beste Boss von allen war mit Abstand dieser komische Phönix. Und das war nicht mein richtiger Boss, das war nur ein Pergamentor-Teil. Oh, warum musstest du meinen Groove ruinieren? Hier war doch Stimmung. Die Disco darf niemals enden. Los geht's, Countdown! It's the final Countdown! 3, 2, 1! Oh nein, die ganzen Todgesichter! Scheiße, ich bin tot, Manu! Wow, wir leben alle wieder. Ja, ich hab mein Gesicht wieder. Hey, George, du hast mein Gesicht genommen. Oh, sorry, Fred. Tja, jetzt muss nur noch diese Luftschlange weg. Ja, und die freuen sich alle. Ja, Disco rettet Leben. Ja, ich hab mein Gesicht wieder. Toll, und wir haben jetzt einfach 40 Toads auf einmal gerettet. Richtig geil. Also, ich fand den Bosskampf ganz okay. Er war ein bisschen schwer, bei dem zu sterben, wenn ich ehrlich bin. Und mir fehlte noch am Ende so ein Plot-Twist irgendwie. Naja. Machen wir die Schlange mal weg. Das sollte Schlange Nummer 3 von 5 sein. Heißt, wir haben mehr als die Hälfte von diesem Spiel geschafft. Ja, und ich möchte das eigentlich in diesem Jahr noch beenden. Mal gucken, ob das was wird. Wenn ich mich ranhalte, sollte das eigentlich easy möglich sein. Ach schön, fehlt noch die lilane und die grüne. Und dann natürlich noch das Schloss an sich, ne? Also, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Wir haben 3 Bosse erledigt und 3 Bosse kommen noch. Denke ich mal so. Nein, die schöne Disco-Kugel. Hä? Und wo ist Chamsis? Und überhaupt? Ah, das ist die Sonne. Klar. Da erstrahlt die Wüste im neuen Glanz. Sieht viel besser aus, wenn es hell ist. Boah. Ist nicht wahr. Da geht's einfach noch weiter. Und da wird dann Chamsis drin sein, oder? Hoffentlich. Ich möchte Chamsis nochmal sehen. Ja, wir haben es geschafft, Olivia. Die gelbe Luftschlange ist gelöst. Unser Sack wird voller und voller. Awesome. Oh, vielen Dank, dass du mir mein Gesicht zurückgebracht hast. Kommt jetzt jeder einzeln an? Oh nein. Oh, die Sonne ist auch wieder da. Danke. Du bist echt toll. Lass den Champ City weiter feiern. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, danke. Danke, danke. Mario, du bist der Beste. Ja, ich bin lila. Ach ja, das ist der DJ. Jo, 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 das war heiß. Danke nochmal, Mario. Komm mich doch mal im Hotel der Stadt besuchen. Ich lege Pool jederzeit für dich auf. Oh, nehmen die Toads jetzt Champ City wieder ein? Weil die da ja eigentlich wohnen, oder? Und diese komischen Sniffets, die da jetzt sind, die haben die Stadt ja nur eingenommen, weil die ganzen Toads weg sind. Oh nee, da gibt's doch Krieg, ein Bürgerkrieg. Ah, so hell. Ah, oh nö. Meine Augen, meine Augen. Schnell, wir müssen auf der Stelle zum Solaraltar. Aber warum? Mr. Professor, warum? Ich guck mal, da oben ist noch dieses Erdpergamentor. Aber da komme ich nicht rauf. Also noch nicht. Aber, nee, hier kamen wir jetzt raus. Genau. Also das war hier auch zu. Aber gut. Gut, also das war Chamsis Pyramide. Ich finde diese Toads hier vorne immer noch so knuffig. Ja. Sollte dann erstmal lang mit dieser Folge. Was dann bei diesem Solaraltar ist. Und wie Champ City aussieht, werden wir in der nächsten Folge uns angucken. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.